Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und ich lasse mich mal wieder hören, und zwar zu Escape from Tarkov, was jetzt auch schon wieder eine lange Weile her ist. Also das letzte Video dazu. Einfach aus dem Grund, wie ihr das selber auch vielleicht verfolgt habt. Es kommt wenig. Jeder möchte die Info endlich haben, wann denn nur endlich die Closed Beta startet, so wie halt versprochen wurde, oder zumindest gesagt wurde, dass sie im Dezember kommen soll. Und mittlerweile haben wir jetzt schon Mitte Dezember und es ist immer noch nichts da. Dafür haben wir aber im Endeffekt eine andere Neuigkeit bekommen, und zwar zu einem neuen Areal, das demnächst in der Closed Alpha spielbar sein wird. Und zwar ist das einmal der Standort Woods. Und ja, der soll jetzt wohl demnächst implementiert werden. Dazu haben wir einige Screenshots, wie ich sie schon die ganze Zeit im Hintergrund einblende. Dort sehen wir im Endeffekt ein Sägewerke, verlassenen Bahnhof, abgestürzte Privatflugzeuge und vieles mehr. Also wirklich ein komplett neues Areal, was im Endeffekt auch wirklich diesmal dichte Wälder und weite Flächen aufzeigt. Und ich auf jeden Fall gespannt bin, wie sich das dort im Endeffekt spielen lässt, beziehungsweise wie groß das Areal im Endeffekt wirklich ist und was es dort natürlich zu finden gibt. Jeder, der die Closed Alpha zurzeit schon spielt, ist bestimmt genauso gespannt wie ich auf dieses neue Areal, da im Endeffekt Customs und so weiter natürlich irgendwann jetzt mittlerweile ausgelutscht sind. Aber das sind halt erstmal die zwei Areale, die wir halt in der Alpha hatten. Und jetzt kommt ein drittes dazu. Ich bin auf jeden Fall gespannt, vor allen Dingen, weil halt der Einsatzbereich größer als der des Standortes Customs sein soll. Ja, die Screenshots sehen auf jeden Fall schon mal extrem geil aus. Wirklich, ich freue mich da richtig drauf. Noch mehr freue ich mich aber wirklich auch für unsere anderen Zuschauer natürlich jetzt gerade, die Alpha halt nicht spielen können. Und das ist wahrscheinlich der Großteil von euch. Ich wünsche mir so sehr, dass die jetzt langsam mal rausrücken mit dem Datum, wann die Closed Alpha denn spielen sein wird. Ich hoffe und drücke wirklich die Daumen, dass das diesen Monat noch klappt und wir uns alle freuen können. Wie gesagt, dazu gibt es halt, ich recherchiere jeden Tag und ich finde dazu nichts, keine offiziellen Aussagen, nichts, was ich euch sagen könnte, außer dass ich kriege halt andauernd die Infos hier von wegen, ja, jetzt ist der Forum auf Türkisch oder in der Türkei oder in Amerika und so alles fertiggestellt, dann natürlich noch diese Tarkov-Gazette-Zeitung, wo natürlich der Hintergrund und so weiter ein bisschen um die ganze Situation und wie alles dazu gekommen ist erklärt wird. Das ist alles super, wirklich super, aber gerade euch, die ihr im Endeffekt noch nicht zocken könnt, euch interessiert natürlich erstmal bloß der Termin, wann verfickt nochmal denn die Beta startet, damit ihr auch zocken könnt. Also ihr seid natürlich mit dem Gedanken nicht alleine, ich drücke wie gesagt die Daumen und halte die Augen offen, sobald ich da wirklich was erfahre, kommt auch ein Video. Bitte, bitte verzeiht mir, dass jetzt die letzte Zeit natürlich nichts kam, aber ich will euch natürlich auch nicht mit Videos nerven, die euch nichts Neues oder Interessantes erzählen. Ja, also ich meine, die Sachen wegen der Zeitung, die im Hintergrund themen, storytechnisch und so weiter, das lest ihr entweder selber oder, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, wenn ich jetzt von mir selbst ausgehe, dass euch das so heftig interessiert, weil, ja, wenn da so ein Zeitungsschnipsel kommt mit ein bisschen Hintergrundstory, lese ich mir das zwar interessiert durch, aber mich haut es jetzt nicht vom Hocker, um mir ganz ehrlich zu sein. Ich möchte lieber, das neue Areal zum Beispiel haut mich schon wesentlich mehr vom Hocker, da würde ich sagen, lieber mehr sowas, dass man sich da auf was freuen kann. Als, ja, naja, die Story ist natürlich auch wichtig, aber jeder sieht das anders. Lasst mir das mal in den Kommentaren, was euch wichtiger ist und ob ihr es auch noch abwarten könnt. Und was ihr denkt, ob es denn diesen Monat noch klappt. Und vielleicht habt ihr sogar eine Schätzung, wann. Ich selbst muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, wenn es klappt, wird es kurz vor den Feiertagen passieren. Einfach bloß aus dem Grund dadurch, dass die meisten Leute da frei haben. Und das wäre natürlich doch so ganz gut, nochmal Leute wieder zum Spiel zu holen. Gerade wenn man frei hat, hat man natürlich mehr Zeit. Und dann könnte das deswegen schon so sein. Also ich denke, kurz vor den Feiertagen oder so die letzte Woche vor den Feiertagen, irgendwo in dem Zeitraum, wird das, denke ich, kommen, geschätzt. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, ob ich recht behalte oder nicht. Man wird es abwarten müssen. Ich wünsche es uns auf jeden Fall. Ja, meine Freunde, und damit bin ich auch erstmal raus. Die Screenshots sind durchgelaufen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Informatives aus diesem Video draus ziehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann wie immer konstruktive Kritik in die Kommentare. Und ja, meine Freunde, ich, wie gesagt, drücke die Daumen und wünsche euch bis dahin, wie immer, was, euer Gunshot.